Herzlich willkommen und guten Morgen zu diesem multinationalen Podium zur Magnet for Europe Studie. Ich bin Dorothea Kohnen. Ich werde diese Sitzung oder Session moderieren. Ich freue mich sehr, hier sein zu können beim BGW-Forum und dass ich die Gelegenheit habe, das Projekt vorzustellen. Ich komme aus Deutschland, aber ich lebe und arbeite in Belgien, wo ich mein Doktorat mache. Und ich leite die Magnet for Europe-Studie an der Universität von Leiden. Unsere Session besteht aus drei Teilen. Erstmal wird es einen Überblick geben über das Projekt, worum geht es, wer nimmt teil und was sind unsere Hauptaktivitäten, und Sie werden auch ein bisschen Hintergrundinformation dem Magnetkonzept insgesamt bekommen. Dann haben wir eine Diskussion mit den drei Podiumsteilnehmern. Wir haben Podiumsteilnehmer aus Deutschland, aber auch aus Irland, die uns erläutern werden, wie Magnet in der Praxis funktioniert in Europa. Der Schwerpunkt der Diskussion liegt vor allem auf der Hauptmotivation der Krankenhäuser, an dem Projekt teilzunehmen, wie die Pandemie das Projekt beeinflusst hat, denn wir haben das Projekt kurz vor der Pandemie gestartet, und dann werden wir diskutieren, wie die Podiumsteilnehmer die Umsetzung und die Anwendung des Magnetmodells einschätzen, denn das ist etwas, das aus den USA kommt, und wir werden darüber sprechen, wie die Podiumsteilnehmer die Anpassung dieses Konzepts im europäischen Kontext einschätzen. Und dann möchten wir auch ein paar individuelle Initiativen besprechen, die entwickelt wurden und in die Krankenhäuser als Teil des Magnetprojekts eingeführt wurden. Da hat jeder Einzelne ein paar Beispiele mitgebracht, um zu sehen, wie Magnet in der Praxis aussieht. Dann beginnen wir jetzt einmal mit der Präsentation des Projektes Magnet for Europe. Wie der Name schon zeigt, liegt der Schwerpunkt im europäischen Kontext. Das Ganze findet in 6 Ländern statt: Belgien, Deutschland, Irland, Norwegen, Schweden und Großbritannien. Dort wird versucht, das sogenannte Magnetmodell in mehr als 60 Krankenhäusern umzusetzen, um die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und Ärzte zu verbessern, um das Arbeitsumfeld zu verbessern, aber auch ihr Wohlergehen und ihre psychische Gesundheit zu verbessern. 4,5 Jahre läuft das Programm, seit 2020, kurz bevor die Pandemie ausbrach. Und das Projekt wurde von der Europäischen Kommission gefördert. Und die Förderperiode wird im Sommer nächsten Jahres enden. Aber wir hoffen natürlich, dass unsere Krankenhäuser weiterhin an ihren Aktivitäten arbeiten können, auch über das offizielle Ende des Projektes hinaus. Es ist ein sehr großes Projekt, wie Sie sehen können. Es wird von verschiedenen Institutionen koordiniert in den verschiedenen Ländern. 8 Universitäten sind Partner dieses Projekts. In Belgien haben wir kleine und mittlere Unternehmen, die Daten für uns sammeln, und wir freuen uns auch, dass wir die Uniklinik Antwerpen dabei haben. Sie waren die Ersten, die eine Magnetbezeichnung tragen durften. Insgesamt wird das Projekt von KU Leuven getragen, zusammen mit der Universität von Pennsylvania. In Deutschland haben wir die Technische Hochschule Berlin, und da Irland auch heute mit dabei ist, Irland wird vor allem durch das University College Cork vertreten. Derzeit sind es 62 europäische Krankenhäuser, die an der Studie teilnehmen. Und ein wesentlicher Baustein ist Partnerschaft bei diesem Projekt. Dazu komme ich gleich noch. Aber das bedeutet, dass jedes europäische Krankenhaus zusammenarbeitet mit einem US-Magnetkrankenhaus. Und das hilft, denn das sind die Experten bei diesem Modell. Das heißt, sie helfen dabei, das Konzept in die europäischen Krankenhäuser zu tragen. Das heißt, die Studie deckt die Teilnahme von mehr als 120 Krankenhäusern in 7 Ländern ab. Und soweit wir wissen, ist das wirklich das ambitionierteste Projekt dieser Art, das wir kennen, das darauf abzielt, die komplette Arbeitsumgebung in Krankenhäusern
zu beeinflussen und darauf einzuwirken. Bevor wir uns die Interventionen von Magnet for Europe anschauen, möchte ich Ihnen gerne ein paar Hintergrundinformationen geben zu dem Konzept. Das Konzept ist vor mehr als 40 Jahren entwickelt worden im amerikanischen Kontext. Und das Ganze begann mit einer Studie Anfang der 80er, die versuchten wollte zu erklären, warum manche Krankenhäuser in der Lage waren, bei einer großen Pflegeknappheit Pflegekräfte an sich zu binden, also anzuwerben und an sich zu binden. Es schien, als ob manche Krankenhäuser kein Problem hatten mit diesem Mangel, denn sie waren immer noch in der Lage, Pflegekräfte anzuwerben und auch zu halten. Und das nennt man den sogenannten Magneteffekt. Diese erfolgreichen Institutionen waren also ein bisschen immun, was diesen Mangel angeht. Und sie hatten 14 Dinge gemeinsam. Und ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, aber darunter zum Beispiel flache Organisationsstrukturen, weniger Bürokratie als das Durchschnittskrankenhaus, sehr viel mehr Engagement seitens der klinischen Fachleute, nicht nur im klinischen Bereich, sondern insgesamt im Krankenhaus. Es gab mehr Autonomie und es gab noch andere Faktoren. Basierend auf den Erkenntnissen dieser Studie hat die ANCC, die American Nursing Credentialing Center, dieses Magnetmodell entworfen und das Anerkennungsprogramm, damit Pflegeorganisationen identifiziert worden konnten, die nach diesen Prinzipien arbeiteten. Und es geht jetzt darum, an diesem Anerkennungsprogramm teilzunehmen, um diesen Mangel in der Pflege wirklich zu überwinden. Und es geht nicht nur darum, den Status quo aufrechtzuerhalten, wenn man eine Magnet-Zertifizierung bekommen hat, aber es geht darum, regelmäßig auch eine neue Zertifizierung zu bekommen, um Exzellenz in der Pflege weiter nach vorne zu treiben und aufrechtzuerhalten. Diese 40-jährige Geschichte begründet, dass dieses Konzept eine Tradition in Amerika hat. Es gibt mehrere hundert Magnetkrankenhäuser in den Vereinigten Staaten, auch in Saudi-Arabien, in Japan, in Australien. Und auch in der Forschung hat sich dieser Erfolg bestätigt. In der Forschung werden Magnetkrankenhäuser mit einer besseren Arbeitsumgebung assoziiert und insbesondere, dass diese Arbeitsumgebung dazu führt, dass die Arbeitskräfte dort, es ihnen einfach besser geht. Und dennoch hat sich das Konzept noch nicht etabliert in Europa und das möchten wir mit Magnet for Europe ändern. Wir möchten das gerne im Sinne einer Intervention testen. Funktioniert es wirklich? Und das Ganze in mehr als 60 Krankenhäusern in den 6 verschiedenen Ländern umsetzen und das Ganze im europäischen Kontext wirklich von Grund auf aufzubauen. Was auch einzigartig ist an diesem Projekt, ist, dass wir den Wirkkreis erweitert haben auf Ärzte. Wir kommen noch aus der traditionellen Perspektive, da hat sich Magnet mehr auf Pflegekräfte konzentriert. Wir möchten das ausweiten. Und die Intervention besteht aus 5 Grundbausteinen. Zunächst das Magnet-Handbuch, das wir von der ANCC bekommen haben, und die Lückenanalyse, die den Krankenhäusern hilft, Verbesserungsbedarfe zu identifizieren. Es gibt diese Analyse am Beginn des Projektes und am Ende des Projekts. Und wie ich schon erwähnt habe, jedes europäische Krankenhaus hat einen Partner unter den US-Krankenhäusern, die Zertifizierung tragen. Und sowohl die Krankenhäuser in Europa als auch in den USA nehmen an Lernkooperationen teil. Online findet das jeden Monat statt, aber wir haben nach der Pandemie auch angefangen, tatsächlich vor Ort zusammenzuarbeiten. Das erste Mal in Cork, jetzt in Oslo. Dort trifft man sich, man präsentiert seine Arbeit, man teilt beste Praktiken und tauscht sich aus über Erfahrungen mit dem Projekt. Also es geht wirklich darum, eine kritische Masse zu schaffen, denn ein großes Netzwerk hilft bei der Umsetzung eines solchen Konzeptes. Nicht nur auf nationaler Ebene, denn Krankenhäuser können sich natürlich auch auf nationaler Ebene treffen, aber tatsächlich geht es darum, wirklich alle Krankenhäuser zusammenzubringen. Und das Ganze ist natürlich ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir evaluieren
Wir helfen den Krankenhäusern. Nach jeder Evaluierung gibt es einen Feedbackbericht von uns zum Stand jedes einzelnen Krankenhauses. Das ist schon das Ende der Präsentation des Projekts. Ich freue mich jetzt, unsere Podiumsdiskussion zu beginnen und unsere Mitglieder mit einzubeziehen. Ich begrüße Mary Callahan aus Nordwestirland. Sie ist Krankenhauspflegerin seit 20 Jahren in verschiedenen Bereichen und hat schon in 3 Ländern gearbeitet. Sie arbeitet in der Notaufnahme 16 Jahre schon als Staff Nurse und dann als Pflegemanagerin. Sie hat auch in der Notaufnahme während der Pandemie gearbeitet, bevor sie dann Magnetkoordinatorin wurde. Das war im Oktober letzten Jahres. Willkommen, Marie. Unsere zweite Teilnehmerin ist Marion Kühn vom Krankenhaus Bergmannshorst in Halle in Deutschland. Sie ist Psychologin und hat einen Master of Business Administration. Seit 2017 arbeitet sie im Krankenhaus. Sie leitet das strategische Personalmanagement, das heißt Personalentwicklung, Gesundheit und Wohlergehen, Rekrutierung und Controlling. Und gleichzeitig koordiniert sie das Magnetprogramm mit dem Chief Officer dort am Krankenhaus. Willkommen, Marion. Und dann Dr. Sonja Freier vom Krankenhaus Bremerhaven, wo sie seit 2019 tätig ist. Sie ist Pflegewissenschaftlerin und sie nimmt an verschiedenen Projektgruppen im Rahmen der Magnet for Europe Studie teil. Gut. Die erste Frage, die ich diskutieren möchte, ist die Motivation der Krankenhäuser, an dem Projekt teilzunehmen. Schauen wir uns die Schlüsselfaktoren einmal an, die Ihre Krankenhäuser überzeugt haben, an dem Projekt teilzunehmen. Was würden Sie sagen, Marie? Naja, unsere Pflegeleitung war immer daran interessiert am Magnetmodell und das Ganze bietet ja sehr viel Evidenz und wir haben das mit Interesse verfolgt. Das heißt, als die Chance sich auftat, war sie sofort dabei und sie wollte gerne, dass unser Krankenhaus mit dabei ist. Und wir hatten sehr viel Glück, denn einer unserer Managerinnen in der Pflege hatte schon in einem Magnetkrankenhaus in Saudi-Arabien gearbeitet und sie war wirklich sehr leidenschaftlich, wenn es darum ging, was das Magnetmodell für einen Beitrag leisten könnte. Denn sie hat die Vorzüge für das Personal und die Patienten beobachten können und das war auch ein wichtiger Faktor dabei, dass wir dann gleich teilnehmen wollten am Magnet for Europe Projekt. Marion? Ist das eine ähnliche Geschichte, die Sie haben? Unsere Hauptmotivation war es, dass wir bei der Projektions- oder Prognosestudie teilgenommen haben, bevor Magnet for Europe aufkam. Das war die größte Studie und Umfrage zum Pflegebereich in Europa. Und wir als Bergmannstrost haben dort relativ gut abgeschnitten, aber dennoch sahen wir noch wichtige Bereiche, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gab, zum Beispiel Zusammenarbeit und Führung, Personalentwicklung, Ressourcen und auch gute klinische Praxis. Und wenn wir uns die Magnetbausteine anschauen, dann finden wir die alle in diesem Modell wieder. Das heißt, für uns war es einfach eine natürliche Entwicklung, dass wir an der Studie teilnehmen wollten, denn das war tatsächlich die ultimative Gelegenheit, an diesen Dingen weiterzuarbeiten. Und Sonja, wie war es für Sie? Als ich als KBR im Klinikum Bremerhaven begonnen habe, kam die Pflegeleitung auf mich zu mit dieser Vision, ein Magnetkrankenhaus zu werden und an der Studie teilzunehmen. Da waren wir sehr glücklich über die Gelegenheit. Und für uns war es sehr wichtig, dass dieser Mangel an qualifizierten Pflegekräften eben da war. Und das hat unsere Teilnahme auch nochmal bestärkt. Es ist für uns sehr schwer, genug Pflegekräfte zu haben,
die tatsächlich den Patienten am Bett pflegen. Und wir möchten gerne die Pflegequalität steigern. Und deswegen waren wir sehr froh, an der Studie teilnehmen zu können. Das ist interessant, denn die Hauptmotivation, die zum Beginn der Studie geführt hat vor 40 Jahren, ist immer noch durchaus valide. Denn heutzutage sind wir immer noch mit den gleichen Herausforderungen qualifiziert, die richtigen Pflegekräfte zu finden, überhaupt Personal zu finden angesichts des Mangels. Das heißt, das ist immer noch gültig. Und für unsere Zuhörer, wir haben die Krankenhäuser in einem Zwei-Stufen-Programm rekrutiert. Zunächst wurden die Krankenhäuser gebeten, ihre Interessen darzulegen, warum sie teilnehmen möchten. Das war noch, bevor wir die Fördermittel bekommen haben. Und als wir die Förderung dann erhalten haben, haben wir nochmal gefragt, möchten Sie wirklich teilnehmen, möchten Sie eine Teilnahmeerklärung unterschreiben? Und das war in der Zeit, als die Pandemie losging. Und ich wüsste gerne, inwieweit die Teilnahme dem Personal mitgeteilt wurde. Wie wurde das aufgenommen? Gab es da einen Widerstand seitens des Personals, seitens der Mitarbeiter? Ich denke, die Pandemie hat vieles auf Eis gelegt, hat alles verändert. Die Dinge liefen nicht mehr so wie gedacht. Und in der ersten Phase hat unsere Pflegeleiter zunächst einmal die leitenden Pfleger zusammengebracht. Sie hatten sich die Lückenanalyse angeschaut, auch geschaut, was das Partnerkrankenhaus macht. Und natürlich auch die Dokumentation von Magnet nochmal geprüft. Ich glaube nicht, dass das komplett kommuniziert wurde, bis die Pandemie sich ein bisschen beruhigt hatte. Erst dann haben wir das Ganze wirklich an das Personal weitergetragen. Als dann die zweite Umfrage kam, 2022, da haben wir die Gelegenheit dann genutzt. Es war der Internationale Pflegetag und das haben wir als den großen Launch-Tag benutzt. Und da haben wir versucht, das Ganze ein bisschen breiter zu kommunizieren. Mit Magnet for Europe erklärt, was es eigentlich wirklich ist. Und da haben wir diese Umfrage hervorgehoben und haben mitgeteilt, dass wir erstmal wissen müssen, was schief läuft, damit wir das Ganze beheben können. Und so wurde ich dann auch mit dazugeholt und wurde so ein bisschen der Botschafter für Magnet. Und als es dann deutlich wurde, was die Schwierigkeiten sind, insbesondere bei der Kommunikation, da war es für mich wichtig, das Ganze ein bisschen bottom-up zu strukturieren. Und ich weiß auch, dass das im klinischen Umfeld schwierig war, das Thema anzusprechen. Es gab für zum Beispiel Präsentationen oder so, dann war das nicht immer so einfach, die Kollegen aus dem klinischen Umfeld dazu zu bringen, dahin zu gehen und teilzunehmen und sich das anzuhören. Also habe ich versucht, das Ganze herunterzubrechen, kleinere Präsentationen zu machen, öfter auch im Vier-Augen-Gespräch diese Dinge anzusprechen, damit das Ganze nicht ganz so einschüchternd wirkt. Und ich habe versucht, tatsächlich den Sarkasmus, den es hier und da gab, vielleicht auch anzugehen und auszuräumen und die verschiedenen Herausforderungen anzugehen. Ja, denn ich denke, da gab es Widerstand, denn es gab sehr viel Druck auf den Krankenhäusern, insbesondere in den ersten zwei Jahren. Ja, natürlich. Und ich meine, ich habe während der Pandemie in der Notaufnahme gearbeitet, also mir war der Druck, unter dem das Personal stand, sehr bewusst. Und viele waren sehr, sehr gestresst und hatten Burnout. Aber was für einen besseren Zeitpunkt hätte es geben können, dass es musste interveniert werden. Und natürlich gibt es immer Sarkasmus dabei. Manche sind zynisch. Und es gibt auch Widerstand gegen Veränderungen. Und
Natürlich, durch die Pandemie hindurch gab es viele Veränderungen und es gab auch eine gewisse Resilienz und man hat sich angepasst. Aber es gab tatsächlich auch einen Widerstand gegen weitere Veränderungen. Und natürlich, man hat neue Arbeitsweisen gefunden während der Pandemie aus der Not heraus. Und wir wollten das Ganze gerne ein bisschen kanalisieren durch das Magnetmodell und Dinge einfach direkt anzugehen. Und darunter eben auch diesen Widerstand direkt anzusprechen. Wie war es bei Ihnen, Marion? Wie haben Sie kommuniziert? Wie war die Reaktion? Na, zunächst einmal möchte ich Ihren Gedanken zur Pandemie aufgreifen. Denn natürlich war das eine besondere Situation während 2020 und 2022. Und ich glaube, das war für alle Krankenhäuser auf der Welt ein Ausnahmezustand, 2 Jahre lang. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, gemeinsam mit dem Magnetteam, wie es denn nach der Pandemie weitergehen wird. Was bleibt nach Covid davon? Und wir haben gesagt, okay, Magnet legt den Schwerpunkt auf diese Dinge, auf diese Strukturen, die wir umsetzen müssen, sodass nach der Pandemie noch etwas übrig bleibt, was von Vorteil für das Personal ist, damit sie auch bleiben und nicht gehen. Und das war für uns so ein bisschen auch der Weg aus der Pandemie heraus. Wir haben das auf verschiedenen Ebenen kommuniziert. Ich glaube, über die klassischen Kanäle wie Poster, Flyer, Dokumente. Wir hatten kleine Aufsteller in jeder Station und wir haben unser Personal kontinuierlich informiert. Wir hatten eine Intranet-Seite, wo jeder sich selbst auch informieren konnte. Und dieses Jahr werden wir den nächsten Schritt ergreifen. Denn es ist was anderes, ob man die Leute nur unterrichtet oder ob man sie wirklich mit einbezieht. Und wir möchten dieses Jahr mehr Leute einbeziehen in das Magnetprojekt. Wir gehen durch alle Stationen, wir bieten Workshops an. Wir möchten herausfinden, was die Bedenken sind zu Magnet, und zwar auf jeder einzelnen Station. Und welches Potenzial die Pflegekräfte sehen. Und das Ziel ist es, hier Multiplikatoren in jeder Station zu finden für Magnet unter den Pflegern, unter den Ärzten, unter den Therapeuten. Und dann haben wir ein Dreier-Team an Multiplikatoren in jeder Station, die das umsetzen können, was im Rahmen von Magnet umgesetzt werden muss. Ja, für die Kommunikation haben wir auch die klassischen Kanäle genutzt, wie du sie schon erwähnt hast. Wir haben eine Personalzeitung, da gab es ein paar Artikel über die Studie Magnet for Europe. Und auf den Stationen haben wir auch informiert über die Teilnahme von den Stationsleitern. Und wir haben ein paar Poster aufgehängt, auch in der Lobby des Krankenhauses und das Intranet. Da haben wir alle Mitarbeiter informiert über das Projekt und über unsere Aktivitäten in diesem Rahmen. Sehr gut. Wir haben ja das Ganze schon mal angesprochen, aber ich möchte noch mal im Detail auf die Auswirkungen der Pandemie eingehen. Marie, Sie haben gesagt, es war eine besondere Situation. Es war ein Ausnahmezustand über sehr lange Zeit. Und niemand wusste wirklich, wann das Ganze enden würde und wie es enden würde. Was würden Sie sagen? Haben Sie Kapazitäten neu zugeteilt? Was hat dabei geholfen, wirklich an Bord zu bleiben mit dem Projekt und auch weiterhin sich darauf zu konzentrieren, auf die verschiedenen Aktivitäten des Programms? Nun, wir mussten unsere Ressourcen tatsächlich neu verteilen während Covid. Denn es gab so viele andere operative Aufgaben, sodass Magnet nicht die Prio Nummer 1 sein konnte. Aber was mir geholfen hat, mich weiter zu konzentrieren auf Magnet, war das Projektteam. Ich habe ein fantastisches Projektteam in unserem Krankenhaus.
das wirklich hinter Magnet steht. Und auch unsere Klinikleitung hat gesagt, das ist unsere Strategie, das ist der Weg, den wir verfolgen wollen. Und das hat mich bestärkt und überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und wie ich schon gesagt habe, für uns war es auch ein bisschen die Strategie aus der Pandemie heraus. Und das war so ein bisschen der Hauptaugenmerk. Darf ich fragen, das kam ja alles zusätzlich zu Ihrer Arbeit. Das war jetzt nicht so, dass Sie das Ganze 40-60 verteilen konnten oder 70-30. Das kommt wirklich dazu. Ja, das stimmt. Ich habe keine zusätzliche Zeit für das Projekt, aber ich glaube, das gilt auch für Marie und auch für Sie. Ja, das stimmt. Das ist sehr beeindruckend. Wie würden Sie die Situation in Ihren Krankenhäusern beschreiben? Wie wurden die Aufgaben verteilt? Haben Sie etwas aufschieben müssen? Na, während der Corona-Pandemie war es so, dass wir die Projektkapazitäten nicht verändert haben, denn wir wollten gerne bei der Magnet for Euro-Studie weiterhin teilnehmen und die Dinge verbessern. Das heißt, wir haben versucht, wirklich alles weiterzuführen, was wir im Rahmen des Projektes umsetzen wollten. Und die Projektmitglieder haben Zeit in das Projekt investiert und das alles zusätzlich. Aber wir wollten diese Dinge gerne umsetzen. Wir hatten dieses Ziel und haben diese Arbeit wirklich genutzt, um das Ganze voranzutreiben. Können Sie mir einen Eindruck vermitteln, wie groß Ihre Teams sind, mehr oder weniger? Na, wir haben drei Schlüsselkoordinatoren und dann natürlich auch Projektteams mit vielleicht 50 Mitgliedern verteilt auf die verschiedenen Projektteams. Aber drei Koordinatoren sind zuständig, die die Hauptlast getragen haben und alles im Blick hatten. Ja, bei uns ist das fast das Gleiche. Wir hatten vielleicht fünf oder sechs professionelle Koordinatoren und dann drei, die wirklich ihren Berufsstand repräsentieren. Ein Therapeut, eine Pflegekraft, ein Arzt und dann haben wir die Projektteams darunter auf den Stationen. Es ist ein bisschen schwer, genau zu zählen, wie viele Personen involviert waren. Wie war es für Sie in Letterkenny in Irland? Wir hatten eine Pilotgruppe, die das Ganze repräsentierte auf Krankenhausebene mit klinischen Pflegekräften. Unser Oberarzt, dann weitere Krankenhausärzte, die Personalabteilung war mit an Bord. Wer noch? Also wirklich eine breite Vertretung des gesamten Krankenhauses, damit wir alle Perspektiven mit einbeziehen konnten und um die notwendigen Informationen zusammenzutragen. Und dann hatten wir noch Arbeitsgruppen darüber hinaus. Und wie fühlte sich das an während der Pandemie? Haben Sie dort Aufgaben neu verteilt und auch Verantwortungen? Naja, ich würde sagen, wie schon erwähnt wurde, wir konnten nicht wirklich den Schwerpunkt auf Magnet legen. Also da wurden schon Ressourcen anders verteilt. In der Notaufnahme war es ganz klar, da wurden die Leute neu eingesetzt und alle hatten natürlich den Willen zu tun, was getan werden musste und waren auch bereit, eine gewisse Resilienz an den Tag zu legen und für uns war Magnet ein Weg, das Ganze ein bisschen zu kanalisieren, zu fokussieren und darauf aufzubauen, dass das Personal auch offen war für Veränderungen. Und das war für uns ein Mittel, das Personal vorzubereiten auf diesen Schwerpunkt nach der Pandemie, den wir uns gesetzt hatten. Das ist wirklich sehr beeindruckend, denn was wir insgesamt beobachten konnten, war, dass
die Leute wirklich sehr engagiert waren, sehr interessiert an der Studie, trotz der Pandemie. Also auch während der Pandemie haben wir Anfragen von Krankenhäusern bekommen, die noch teilnehmen wollten. Am Anfang war das nicht mehr so, es war nicht so einfach machbar, insbesondere gegen Ende. Und ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Es waren mehr als 60 Krankenhäuser, die teilgenommen haben an der Studie und das während dieser sehr spektakulären und besonderen Situation. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, das Engagement zu beobachten und zusammenzuarbeiten und an den monatlichen Treffen teilzunehmen, aber auch an weiteren Treffen mit den Partnerkrankenhäusern. Ich weiß nicht, wie oft haben Sie sich getroffen? Das Ganze fand online statt. Es gab die Zeitverschiebung. Wir haben US-Krankenhäusern sowohl an der Ost- als auch an der Westküste, im Norden und im Süden. Es war ziemlich herausfordernd, denn es gibt da einige Unterschiede. Also, was meinen Sie, wie oft haben Sie sich getroffen oder zusammengesetzt? Einmal monatlich. Mit welchem Krankenhaus? Luminous Health und das Randolph Medical Center in Annapolis. Und das sind nur 6 Stunden Zeitverschiebung gewesen, Ostküste. Und Sie, Sonja? Ja, die Koordinationsgruppen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, alle 14 Tage mit unserem Krankenhauspartner in Ohio. Ich habe versucht, mich mit dem Koordinator von Merriam Hospital in Rhode Island alle 2 Wochen zu treffen und dann jeden Monat gab es dann ein größeres Treffen und da waren wir ziemlich gut dabei, den Kontakt zu halten. Und sind die schon zu Ihnen gekommen, um Sie zu besuchen? Nein, noch nicht. Unsere Partner sollten eigentlich im September kommen, aber wir warten noch darauf, dass die Papiere alle vorhanden sind und da sollte eigentlich eine Evaluierung stattfinden, aber das konnte noch nicht stattfinden. Jetzt haben Sie sich für März angekündigt. Entschuldigung. Haben Sie sich schon getroffen, Ihre Partner? Ja, im letzten Jahr, denn wir haben Sie in Annapolis besucht. Und ich hoffe, dass Sie im Dezember nach Deutschland kommen werden. Ja, das ist geplant. Die Mitglieder unserer Koordinationsgruppe sind Anfang des Jahres in die USA geflogen. Und ich glaube, im Oktober werden sie wieder dorthin reisen. Und ich glaube, unser Partner kommt entweder im November oder im Dezember zu uns. Also da haben wir schon auch persönliche Treffen in Deutschland geplant. Das ist aber aufregend. Ja. Gut. Ich glaube, da kommen wir schon zum letzten Teil der allgemeinen Diskussion. Da geht es um die Anwendung, die Umsetzung des Magnetmodells in Ihrem Kontext. Ich habe das schon erwähnt. Es ist ein amerikanisches Konzept. Es wird vor allem dort umgesetzt. Da gibt es mehrere hundert zertifizierte Magnetkrankenhäuser mit einer langen Geschichte. Aber es gibt auch welche außerhalb der USA, in Europa, vor allem in Belgien. Ich glaube, es gibt ein oder zwei, die ein anderes Konzept umgesetzt haben, das auch von der ANCC angeboten wird, das in Großbritannien. Aber im Allgemeinen, wie schätzen Sie das ein? Sie haben jetzt schon eine ganze Weile mit Magnet zusammengearbeitet, 3,5 Jahre. Wie schätzen Sie das ein? Ist dieses Konzept wirklich übertragbar auf europäische Krankenhäuser, auf den europäischen Kontext, insbesondere auf Deutschland vielleicht? Sonja, was würden Sie sagen? Ja, manche Aspekte sind schwierig. Wenn wir zum Beispiel an die Pflegeausbildung denken, wenn man an die USA oder Irland denkt oder an Großbritannien, das ist wirklich sehr anders und sehr schwierig für deutsche Krankenhäuser, hier diesen Akademisierungsgrad für leitende Pfleger zu bekommen oder auch auf Stationsebene. Und heute Morgen haben wir schon über Digitalisierung gesprochen. Und im Krankenhaus, also in unserem Krankenhaus,
haben wir die digitale Akte eingeführt. Die digitale Patientenakte. Und in anderen Krankenhäusern in Deutschland, glaube ich, gibt es noch mehr zu tun im Bereich Digitalisierung. Und hier geht es um Benchmarking und da können wir die Aspekte von Magnet nicht erfüllen. Ich finde das ziemlich schwierig, da wirklich die oberen, die höheren Magnetprinzipien zu erfüllen. Ja, in Amerika ist das über Jahrzehnte entwickelt worden und Europa fängt da an, wo die Vereinigten Staaten vielleicht vor 20 Jahren waren. Und wir brauchen vielleicht ein bisschen länger. Ja, das sind die zwei Beschränkungen, die es gibt. Einmal dieser akademische Grad für Pflegepersonal. Ich glaube, Magnet erfordert 80%. In Deutschland ist es fast unmöglich, das zu erreichen. Das ist natürlich wirklich eine Einschränkung. Und Dorothea, wir haben diese Anforderungen schon oft während der Lernkooperationen angesprochen und die ANCC hat das jetzt verstanden, dass für europäische und deutsche Krankenhäuser diese Anforderung nicht erfüllbar ist. Und hoffentlich können wir an dem Magnethandbuch arbeiten und vielleicht einen europäischen Weg dafür finden, der mit unseren Anforderungen im Gesundheitswesen übereinstimmt. Und dann gibt es dieses Benchmarking, das ist auch für Sie in Irland schwierig. Wir haben diese nationale Datenbank nicht, die wir brauchen, um diese pflegesensiblen Indikatoren für ein Benchmarking zur Verfügung zu stellen. Wir sind dabei, diese Datenbank aufzustellen. Da gibt es ein paar Krankenhäuser aus der Magnetstudie, die versuchen, so eine Plattform aufzubauen. Und da stehen wir schon gut da, aber es ist sehr viel harte Arbeit und das wird einige Zeit erfordern, um da noch weiterzukommen und die Anforderungen von Magnet wirklich zu erfüllen. Da bin ich einverstanden mit all dem, was hier gesagt wurde. Das sind wirklich die Einschränkungen, die Begrenzungen im europäischen Kontext, das Benchmarking und auch die Ausbildungsanforderungen, die sehr spezifisch sind innerhalb des Magnethandbuchs. Und ich würde auch sagen, dass es noch einen weiteren Unterschied gibt, den wir festgestellt haben. Ich glaube, das ist durchaus oft so in Europa, wenn wir mit unserem Partner Krankenhaus kommunizieren, konzentriert sich das Magnetmodell nur auf die Pflege. Und bei Magnet for Europe haben wir versucht, auch die Ärzteschaft mit einzubeziehen in unserem Krankenhaus. Bei unserem Projekt haben wir tatsächlich die Ärzte mit einbezogen. Und die Personalumfrage hat gezeigt, das wussten wir schon, dass es da große Unterschiede gibt zwischen den Ärzten und dem Pflegepersonal. Und es gibt gutes Teamwork innerhalb der gesamten Organisation. Aber ich habe den Eindruck, so wie das Magnetmodell heutzutage vorhanden ist, ist es einschränkend für unseren Kontext. Ich glaube, es wäre besser, wenn man sich wirklich auf das gesamte Personal konzentrieren würde. Das wäre auf jeden Fall irischer. Das ist etwas, was wir gerne tun würden. Und viele unserer Interventionen sind zum Vorteil des gesamten Personals. Aber das Magnetmodell an sich ist ein Modell für die Pflegekräfte und exkludiert einige Personalgruppen. Da gibt es noch eine Chance, meiner Meinung nach, hier andere Personalgruppen mit einzubeziehen im europäischen Kontext. Wir haben das nur angerissen, aber wenn Sie einmal zusammenfassen sollten,
Wo sehen Sie die Hauptvorzüge und Gelegenheit oder Möglichkeiten, Chancen für Europa durch Magnet? Ich glaube, das größte Potenzial liegt in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Magnet verleiht uns jede Menge Strukturen und gibt uns Instrumente an die Hand, um miteinander zusammenzuarbeiten. Und das ist die ultimative Chance für europäische Krankenhäuser, wo sich das Gesundheitswesen ja viel mehr auf die Ärzte konzentriert, das Ganze jetzt ein bisschen aufzubrechen, diese Sichtweise, und zu gucken, wer kümmert sich denn um die Patienten? Das ist ja nicht nur der Arzt, es sind die Pfleger, es sind die Therapeuten, Assistenzpersonal, alle, die sich um den Patienten kümmern sollten, einbezogen werden. Und es ist sehr wichtig, eng zusammenzuarbeiten. Und mit Magnet haben wir diese Gelegenheit, das zu tun, wenn wir die Perspektive erweitern und sagen, das Ganze ist nicht nur konzentriert auf Pflegekräfte, sondern diese Prinzipien können von Vorteil für alle Mitglieder innerhalb des Krankenhauses sein, für alle Mitglieder des Personals. Danke. Sonja, möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, ich glaube, was gut ist am Magnetprinzip, ist die Professionalisierung der Pflegeberufe. Das heißt, im KBR können wir akademische Pflege mehr fördern mit der Kraft der Magnetprinzipien. Das hilft uns, die Pflegequalität zu steigern. Das ist ein großer Vorteil. Und die Digitalisierung ist auch von Vorteil, sodass wir uns mit anderen Kliniken vergleichen können, um zu sehen, welchen Qualitätsstandard wir anbieten und wo wir uns hinbewegen möchten. Ich finde das sehr gut. Noch etwas hinzuzufügen, Marie? Ja, ich glaube, die größten Möglichkeiten liegen darin, einen Kulturwandel hinzubekommen und auch einen Wandel der hierarchischen Strukturen. Der Pflegerat verleiht den Mitarbeitern vor Ort eine Stimme und dadurch werden wir sichtbarer innerhalb unseres Unternehmens. Und das bietet den Pflegekräften eine Struktur, eben eine Stimme zu haben, ein Forum zu haben, auch gegenüber der Klinikleitung, um auch Ideen einzubringen. Denn am letzten Ende geht es um den Patienten. Alle wollen das Gleiche. Alle möchten gerne den Pflegestandard fördern. Und wir möchten natürlich unser Personal auch halten können. Und Magnet bietet die Struktur, diese beiden Aspekte zu erreichen. Und wenn die Mitarbeiter involviert werden und wenn man ihnen zuhört, dann ist das von Vorteil für die Pflege, für den Patienten und es motiviert die Mitarbeitenden auch mehr. Gut, ich habe das in der Präsentation schon erwähnt. Das Hauptziel ist es, die Arbeitsumgebung zu verbessern, die Arbeitsumstände für das Personal zu verbessern und ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlergehen zu steigern. Wir haben das mit dem Projekt schon gesehen. Wenn wir mit den Partnerkrankenhäusern zusammenarbeiten, kommt die Frage immer: Möchten Sie eine Magnetzertifizierung erzielen? Das kommt immer wieder vor. Und jetzt möchte ich doch mal fragen: Ist das etwas, was Sie in Betracht ziehen für Ihr Krankenhaus? Möchten Sie die Zertifizierung erwerben? Naja, aus den Gründen, die genannt wurden, ist es derzeit nicht möglich, diese Zertifizierung zu erreichen. Aber wir hatten so ein bisschen so einen Glühbirnenmoment, wo uns ein Licht aufging, als die Magnet for Europe-Konferenz abgehalten wurde und eines der irischen Krankenhäuser in Amerika war und eine Präsentation gehalten hat über den ANCC. Weg zur Exzellenz, dieses Programm. Und da gab es auch eine andere Präsentation von der ANCC. Entlang dieses gleichen Wegs, ohne das Benchmarking und ohne diese Ausbildungsanforderungen für die Mitarbeitenden, sondern das ist ein Weg, der sich auf die Strukturen konzentriert. Und das ist auch unser Schwerpunkt gewesen. Also gibt es einen weiteren Weg, wie die Mitarbeiter unterstützt werden, mit einem Schwerpunkt auf dem Wohlbefinden
der Mitarbeiter. Das ist das, was wir auch im Blick haben. Und das erscheint uns wirklich auch erreichbar. Als wir aus Oslo zurückgekommen sind, haben wir 3 Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich auf diese Standards konzentriert haben, diesen Weg zur Exzellenz, Pathway for Excellence. Und diese Akkreditierung werden wir versuchen zu erreichen und das wird vielleicht in der Zukunft dann auch zu einer Magnetzertifizierung führen. Jetzt ist das für uns noch nicht möglich, aber in Zukunft ist das eine Vision, die wir verfolgen. Und wir hoffen, dass wir über diesen Pathway for Excellence dorthin kommen. Marie hat das eben erläutert. Das ist ein weiteres Akkreditierungsprogramm der ANCC. Die ANCC war sehr großzügig, uns auch dieses Handbuch während der Projektlaufzeit zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns eigentlich auf Magnet konzentriert, aber wie gesagt, die Anforderungen beim Pathway for Excellence sind anders. Ich würde nicht sagen weniger streng, aber der Fokus ist ein anderer. Weniger die Ausbildungsanforderungen, sondern mehr die Strukturen. Die Ausbildungsanforderungen von Magnet sind schwer zu erreichen in Deutschland. Die sind einfach anders, aber auch bei diesem Programm geht es darum, die Organisationsstrukturen zu verbessern, die Qualität der Pflege und das Umfeld für Pflegekräfte. Ja, die Magnet-Zertifizierung ist für uns nicht das erste Ziel als Bergmanns Trost. Wir nutzen Magnet und die Instrumente und den Rahmen, den Magnet zur Verfügung stellt, um hier Veränderungen in der Organisation und in der Organisationsentwicklung umzusetzen. Das brauchen wir. Das ist so ein kultureller Wandel, vor dem wir da stehen. Und ich glaube, das ist schon genug für unser Unternehmen und für unser Personal. Aber wir arbeiten immer noch eng entlang des Handbuchs und wir versuchen, die Anforderungen zu erfüllen. Denn vielleicht können wir mit den ANCC-Auditoren zusammenarbeiten und sagen, hey, hallo, wir sind auch da. Das ist ein Ziel, das wir uns vielleicht für die nächsten 10 Jahre setzen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir das Ganze tun. Vielleicht ist das eine Antwort auf die Frage. Ja, ja, durchaus. Ja, wir diskutieren auch die Akkreditierung des Pathway to Excellence. Denn wir würden gerne eine Magnetzertifizierung bekommen, aber das ist in der nahen Zukunft nicht möglich. Das heißt, da haben wir noch einen Zwischenschritt zu machen. Aber die Magnetprinzipien sind etwas, woran wir arbeiten. Und wir haben sehr viel gelernt. Und ich denke, wir können die Pflegequalität mit diesen Aspekten von Magnet verbessern. Und wir sehen auch den Pathway to Excellence als ersten Schritt hin zur Zertifizierung durch Magnet. Vielen Dank, dass Sie Ihre ersten Erfahrungen zu dem Projekt geteilt haben, wie Sie da in Ihren Krankenhäusern den ersten Schritt getan haben. Jetzt wäre es interessant zu wissen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Was für Aktivitäten beinhaltet das Ganze? Sie arbeiten ja entlang des Magnet-Handbuchs. Da werden ja gewisse Dinge vorgegeben. Und vielleicht haben Sie darauf basierend Initiativen entwickelt und Maßnahmen ergriffen in Ihrem Krankenhaus. Wer möchte ein paar Erfahrungen mal teilen und erklären, woran Sie arbeiten oder was vielleicht Ihr Pilotprojekt ist dabei? Ja, dann fange ich gerne einmal an. Wir liegen etwas abseits im Nordwesten Irlands und wir haben öfter mal Probleme, Personal zu finden. Das hat zu tun mit unserem Standort und dem Mangel an Infrastruktur dort vor Ort. Und wir haben Magnet for Europe am Internationalen Pflegetag 2022 erst so richtig wirklich kommuniziert mit der Mitarbeiterumfrage. Und wir haben uns dann wirklich mal darauf konzentriert, was wir an Feedback aus dieser Umfrage bekommen haben seitens des Personals. Und natürlich gucken wir uns die Magnetmaßnahmen auch an, aber priorisieren das Ganze
entsprechend dem, was wir als Feedback bekommen haben. Und unsere Personalumfrage hat gezeigt, dass natürlich die Personaldecke, das war ein wichtiger Aspekt. Das gilt, glaube ich, für alle europäischen Krankenhäuser. Also da wurde erwähnt, dass man mehr Personal braucht, um das Ganze macht, um das Ganze, um die Arbeit bewältigen zu können. Und daran haben wir gearbeitet. Und unser Krankenhaus hat sich auch das Safe Care Programm angeschaut, also zu schauen, was die Bedarfe in der jeden einzelnen Station sind, was die Personalabdeckung angeht und das als Reaktion auf den Hauptpunkt, den die Mitarbeiter erwähnt haben, nämlich, dass sie mehr Personal haben möchten. Außerdem wurde gesagt, dass sie gerne an der internen Krankenhausleitung mehr beteiligt sein möchten und Bedenken äußern können wollen. Und da haben wir Pflegeräte eingesetzt. Wir haben einen Belegschaftspflegerat und auch einen für klinische Pflegekräfte eingesetzt. Und die sind so ein bisschen das Sprachrohr geworden für das Personal. Und wir sehen auch zu, dass in allen Ausschüssen die Pflege tatsächlich auch vertreten ist, damit ihre Stimme im Gesamtunternehmen gehört werden kann. Und diese Ratsstrukturen haben sich als sehr vorteilhaft erwiesen, denn hier werden durchaus Lösungen aufgezeigt für Probleme und das hilft dabei auch, die Organisationsstruktur flacher zu halten, flacher zu gestalten. Wenn wir uns das Magnetmodell einmal anschauen und die Strukturen in unserer Organisation anhand der Lückenanalyse, dann sieht man nicht nur Lücken, sondern man sieht auch, welche positiven Aspekte es gibt in unserer Struktur. Es gibt wunderbare Dinge, die wir in unserem Krankenhaus machen. Das Ganze ist nur nicht immer gut kommuniziert. Schon gar nicht mal, also ganz abgesehen von einem Publikum außen, also nach außen, aber nicht einmal intern wird das Ganze gut kommuniziert. Und es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, wir sind fantastisch, aber ja, es gibt wirklich gute Aspekte in unserem Krankenhaus. Und das ist auch deutlich geworden, indem wir das Magnethandbuch angewendet haben. Das heißt, wir haben uns auch einmal fokussiert auf die Dinge, die wir schon gut machen. Und wir möchten natürlich auch, dass unser Personal erkennt, was es schon gut macht. Und das gehört ja alles auch dazu. Wir haben eine Förderung bekommen für große Bildschirme. Und die sind in den Personalräumen, damit wir Informationen weitergeben. Aber natürlich möchten wir auch Dinge feiern können. Zum Beispiel, dass eine gewisse Forschungsarbeit am Krankenhaus stattgefunden hat oder dass wir gewisse Dinge erreicht haben, die das Personal mitentwickelt hat. Und dann gibt es einen Preis, den DSA Award für Pflegeexzellenz, um auch zu zeigen, dass viel Gutes passiert an unserem Krankenhaus, damit das Personal auch entsprechend sich gewürdigt fühlt. Und wir haben gesehen, dass unser Personal das Gefühl hatte, dass man beruflich nicht vorankommen kann in unserem Unternehmen. Das hat die Umfrage ergeben. Aber als wir die Daten analysiert haben, haben wir gesehen, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, für die Pflegekräfte sich beruflich weiterzuentwickeln. Auch das müssen wir besser kommunizieren und schauen und verstehen, was denn los ist. Warum denkt denn das Personal, dass es keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt?
Und natürlich, wir sind weit abgelegen von unserem Standort her und wir haben es schwer, Personal zu halten. Und diese Erkenntnisse haben wir mit dem Personal diskutiert. Da gab es ein paar Schlüsselerkenntnisse. Es gab einen Mangel an Vertrauen, Selbstvertrauen seitens unserer Pflegekräfte, vielleicht eine Weiterbildung anzugehen. Da gab es Prozesse, die vielleicht ein bisschen einschüchternd wirkten. Selbst das Bewerben für etwas, das erschien einschüchternd. Interne Bewerbungen? Ja, intern. Das heißt, da fehlt es ein bisschen an Selbstvertrauen, aber auch mangelndes Bewusstsein dafür, dass es Chancen gibt, um weiterzukommen. Und wir haben also versucht, das Ganze anzugehen und Schulung angeboten für Einstellungsgespräche oder Bewerbungsgespräche. Und wir haben versucht, auch klarzustellen, dass das Personal und die Mitarbeitenden wissen, was es für Positionen gibt, die offen sind, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten es gibt. Das haben wir auch über soziale Medien gemacht und versucht, wirklich interessierte Mitarbeitende zu ermutigen, sich zu bewerben. Ich hake da nochmal nach. Ich finde es wichtig, dieser eine Punkt, den Sie angeführt haben. Magnet stützt sich immer auf gute Organisationspraktiken. Dafür steht Magnet. Und manchmal, wenn es um das Magnethandbuch geht, ist man so konzentriert auf verschiedene Dinge, sodass andere positive Dinge, die vielleicht schon praktiziert werden, dass die übersehen werden. Und ich finde das sehr gut, was Sie gesagt haben, dass die Lückenanalyse durchaus auch zutage gebracht hat, in welchen Bereichen Sie schon sehr gute Arbeit leisten. Es gibt nicht nur Lücken. Und nicht alles muss verbessert werden. Wie sieht das bei Bergmanns Trost aus, Marion? Sie arbeiten ja auch an verschiedenen Maßnahmen und Initiativen, Aktivitäten. Gibt es da ein Beispiel? Ja, wir haben da sehr viele Aktivitäten, die stattfinden. Was ich hervorheben möchte, ist der Übergang zur Praxis. Das ist auch ein Kernelement von Magnet, denn das bietet Orientierung. Und das ist der erste Eindruck, den neue Mitarbeitende bekommen von Ihnen. Also ist es sehr wichtig, sich darauf auch zu konzentrieren. Und als wir die Gap-Analyse ausgefüllt haben innerhalb von Magnet, da haben wir zwei Lücken identifiziert beim Übergang zur Praxis. Dieser Übergang zur Praxis besteht aus zwei Dingen. Einmal der Onboarding-Prozess. Das heißt, der erste Eindruck, der entsteht, wenn potenzielle Mitarbeiter sich informieren über das Unternehmen oder wenn sie einen neuen Vertrag haben und dann zum Unternehmen hinzustoßen, also die ersten Wochen. Und dann der zweite Teil ist der Übergang in die Praxis auf den Stationen. Was passiert, wenn die Leute auf die Station kommen, ihre Kollegen kennenlernen und zum Unternehmen hinzustoßen? Heute möchte ich mich mal auf das Onboarding konzentrieren, denn selbst vorher hatten wir ja schon einen Onboarding-Prozess. Es ist nicht so, als ob wir hier mit nichts angefangen hätten. Aber es sah bei uns so aus, dass wir einen Willkommenstag für neue Mitarbeiter hatten. Der fand alle 3 Monate statt, über einen Tag. Und da ging es nur um die notwendigen Schulungen, zum Beispiel Feueralarm, Brandschutz, Datenschutz, all diese wichtigen Schulungen, die durchgeführt werden müssen. Ja, müssen sie auch. Aber das Feedback, das wir von neuen Mitarbeitern bekommen haben, war, dass das nicht interessant genug ist, dass das Willkommen viel zu spät anfängt, wenn man im Januar anfängt und dann gibt es diesen Onboarding-Tag im März, dann ist das nicht unbedingt ein herzliches Willkommen. Und die Stationen haben auch gesagt, dass es wirklich schwer ist, die Mitarbeiter zu verzichten, wenn sie schon Teil eines Teams sind und dann einen ganzen Tag auf einmal weg sind. Das heißt, wir mussten daran etwas tun.
Und was uns sehr bewusst war, war, dass das Onboarding ein wichtiger Schritt dabei ist, Personal zu halten. Denn viele verlassen das Krankenhaus wieder in den ersten 6 Monaten nach ihrem Arbeitsbeginn. Also sind diese ersten 6 Monate wirklich wichtig, und dazu gehört auch diese Willkommenskultur in unserem Unternehmen. Und wir haben eine berufsübergreifende Willkommensgruppe eingesetzt, und die kam mit einem Konzept auf uns zu, und da war auch die Personalentwicklungsabteilung mit dabei. Und das Konzept, das wir jetzt haben, ist, dass wir 4 intensive Tage haben, fast eine ganze Woche für das Onboarding. Das Ganze gibt es jeden Monat, Anfang des Monats, wenn die meisten Mitarbeiter ihren Beruf aufnehmen, ihre Tätigkeit aufnehmen, und die Stationen wissen, dass diese 4 Tage lang diese Mitarbeiter nicht verplant werden dürfen. Also es ist bekannt, diese 4 Tage lang habe ich den neuen Mitarbeiter nicht auf der Station, die nehmen an der Onboarding-Woche teil. Und an diesen vier Tagen bekommen sie alles, was sie brauchen, und dann kommen sie auf die Station am 5. Tag und sind schon vollends vorbereitet. Das war aber nicht leicht, das umzusetzen oder zu kommunizieren mit den Pflegeleitern, den Ärzten und jedem in der Organisation, aber das funktioniert jetzt. Und um noch ein paar Elemente dieser Onboarding-Woche zu erwähnen, zunächst einmal gibt es ein herzliches Willkommen durch das Top-Management. Das ist immer der erste Punkt auf der Tagesordnung. Dann gibt es so eine Art Speed-Dating, damit sich alle gegenseitig kennenlernen. Und was man wissen muss, ist, dass diese Gruppe von Mitarbeitenden in der Onboarding-Woche diejenigen sind, die einen neuen Vertrag haben. Und das ist ganz berufsunabhängig, ob das ein Arzt ist, ein Pfleger, jemand, der gerade seine Studien beendet hat und neu dazustößt, oder ob das jemand ist, der in der Verwaltung arbeitet. Alle sind mit dabei. Das war unsere Vision für dieses Konzept, denn die berufsübergreifende Zusammenarbeit, die beginnt ja mit dem ersten Tag. Und es ist oftmals sehr interessant zu sehen, wie dieses Speed-Dating verläuft, denn es gibt keinerlei Hierarchie im Raum. Das ist einfach wie Sie und ich. Wir lernen uns kennen, und das ist wirklich perfekt. Das ist ganz toll. Und dann gibt es auch Elemente wie eine Führung durch das gesamte Krankenhaus. Das ist sehr wichtig für die Orientierung. Sogar ich meine, ich bin schon seit 6 Jahren bei Bergmanns Trost und ich kenne noch nicht jeden Raum im Keller zum Beispiel. Es ist also wirklich wichtig, damit man sich orientieren kann und dass man auch weiß, wo man was findet. Über diese 4 Tage kriegen diese Leute alles, was sie brauchen: ihre Mitarbeiterkarte, ihre Schlüssel, ihre Kleidung, das Gesamtpaket, das wird überreicht, und dann kann man sagen, jetzt können sie die Arbeit aufnehmen. Wir haben einen Teil, der heißt, wer sind wir? Jede Station stellt sich kurz vor in einer Präsentation, und diese Präsentation wird entweder von einer Pflegekraft übernommen von der Station oder von einem Arzt oder einem Therapeuten. Die vertreten ihre Station, sodass jeder weiß, okay, wir haben diese chirurgischen Bereiche, wir haben hier die Intensivstation, all diese wichtigen Bereiche, die man kennen muss. Und natürlich gibt es auch Schulungen. Das heißt, auch die notwendigen Schulungen, den Feueralarm, Datenschutz, aber das Ganze wird ein bisschen kürzer präsentiert, und perspektivisch wollen wir das Ganze online anbieten, damit das ein bisschen kürzer verläuft über diese 4 Tage. Und zusätzlich bekommen neue Mitarbeitende ein wichtiges Training bei lebenserhaltenden Geräten und die wichtigsten Systeme, die wir nutzen. Und der letzte Tag der Onboarding-Woche ist für Reflexion und Feedback. Da haben wir eine Art Weltcafé eingerichtet, da haben wir 4 Tische, die werden moderiert von erfahrenen Mitarbeitern, zum Beispiel Pflegeleiter oder Oberärzte oder Verwaltungsmitarbeiter. Und jeder Tisch bezieht sich auf eine spezifische Frage, und das ist so ein bisschen der Ausblick für die neuen Mitarbeitenden. Zum Beispiel, was ist für Sie interessant in den nächsten Wochen
was sollten Sie sehen? Und es ist wirklich toll, das zu beobachten. Ich habe das Vergnügen, manchmal einen dieser Tische betreuen zu dürfen. Und wenn man so einen Tisch moderiert, dann fühlt man, dass diese Mitarbeitenden schon eine kleine Gruppe formiert haben. Es gibt eine Dynamik im Raum. Die kennen sich, weil sie schon 4 Tage miteinander verbracht haben, all diese Informationen gesammelt haben, alle diese Schulungen bekommen haben. Und die sind schon wie ein kleines Netzwerk, das sich da formiert hat. Und das ist so toll, das zu beobachten. Und das ist auch das Feedback, das wir bekommen. Das ist die Rückmeldung, die wir von den neuen Mitarbeitern bekommen, die schon teilgenommen haben an dieser Onboarding-Woche. Und sie sagen, dass sie das noch nie irgendwo in einem Krankenhaus gesehen haben. Die fühlen sich so wertgeschätzt. Sie sind so dankbar dafür. Das gibt eine erste Orientierung und vermittelt auch schon diesen Bergmannstrostgeist, diese Kultur, die wir pflegen. Das ist unsere Onboarding-Woche. Das machen wir seit November 2022, also jetzt fast ein Jahr. Und wir arbeiten natürlich kontinuierlich an der Tagesordnung. Es gibt immer noch etwas zu verbessern, aber insgesamt würde ich sagen, dass das wirklich ein gutes Element ist und wir bekommen da eine sehr positive Rückmeldung. Und das Ganze möchten wir jetzt einmal evaluieren, natürlich. Wir bitten Mitarbeiter um Feedback und nach 6 Monaten, wenn jemand neu dazukommt, möchten wir ihn nochmal befragen nach 6 Monaten, wie finden Sie diese Onboarding-Woche? Inwieweit hat Ihnen das geholfen, sich als Teil des Unternehmens zu fühlen? Da möchten wir neue Mitarbeitende befragen, aber auch Stationsleiter, um zu sehen, inwieweit Ihnen das auch geholfen hat, dass es diese Woche gibt, um die neuen Mitarbeiter quasi mit zu integrieren. Das ist sehr inspirierend. Vielen Dank. Sonja, wie funktioniert das in Bremerhaven? Da möchte ich gerne einen Überblick geben über das Projekt. Die nächste Folie, ja, das ist die richtige Folie. Da wollte ich Ihnen kurz einen Überblick verschaffen über unser Projekt. Wir haben hier das professionelle Praxismodell entwickelt für Deutschland, als erste in Deutschland. Entschuldigung, ich habe hier eine Rückkopplung im Raum. Jetzt ist es weg. Na? Das ist so ein Widerhall, ist das. Wir hatten über 100 strukturierte Interviews, die wir geführt haben. Und basierend auf den Ergebnissen dieser Interviews haben wir ein professionelles Praxismodell entwickelt. Denn Bremerhaven liegt an der Nordsee, in der Nähe der Nordsee. Und da haben wir ein Bild entwickelt. Das habe ich jetzt leider nicht dabei. Wir haben also ein Bild entwickelt mit den Schlüsselfaktoren für die professionelle Praxis in unserer Klinik. Und das haben wir auf dem Intranet an den schwarzen Brettern für das Personal bekannt gemacht. Das gab es zuvor nicht. Wir haben das für 2 Jahre entwickelt, für 2022 und 2023. Und das veröffentlichen wir immer im Intranet, sodass jeder das lesen kann, um die Transparenz zu verbessern. Und es war für uns sehr wichtig, dass wir die Pflege professionalisieren. Und das haben wir schon umgesetzt, bevor wir Teil der Magnet for Europe-Studie wurden. Und wir haben hier Pflegewissenschaftler auf Bachelor-Ebene mit einbezogen. Und da haben wir ein Forschungsgremium eingesetzt. Und in dieser Gruppe ist das Ziel, Kriterien für die Professionalisierung der Pflege zu erarbeiten und zu standardisieren im Krankenhaus. Und wir haben das Ganze überarbeitet von der somatischen Pflege zu transurethralen Dauerkathetern.
Da haben wir versucht, Pflegestandards zu entwickeln. Und zum Beispiel Druck unter Präventionen. Damit es neue Erfahrungen gibt und Evidenz, was es in diesem Zusammenhang zu tun gibt. Da haben wir neue Dokumente entwickelt für Dekubitalgeschwüre und wir haben da eben neue Standards gefunden für evidenzbasierte Pflege. Und das wird ein Projekt sein über die nächsten Jahre, denn da gibt es nicht sehr viele Standards. Das große Thema ist dabei aber auch Big Data. Wir haben eine Datenbank aufgesetzt, sodass wir hier zum Beispiel eine Decubitus-Datenbank, damit wir Dinge vergleichen können mit anderen Kliniken. Das haben wir auch im Intranet, das kann sich jeder anschauen. Und da können wir sehen, wie viel wir da schon haben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist evidenzbasierte Pflege. Auch da geht es um Ausbildung. Auf der einen Seite haben wir die Pflegeschule und dann gibt es Weiterbildungsprogramme für Pflegekräfte, ein Bachelor für Pflegekräfte und dann gibt es drei Trainee-Programme, zum Beispiel für das Pflegemanagement, das erstreckt sich über 2 Jahre und einen strukturellen Plan für die Mitglieder. Die beginnen ihr Studium mit einem Bachelor im Management. Und wir haben ein Schulungsprogramm für die Ausbildung, denn wir haben immer weniger Ausbilder im Pflegebereich. Und deswegen wollten wir auch die Pflegeausbildung weiter vorantreiben und dort ein Team an Ausbildern zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Zweijahresprogramm, um dann auch die Bachelor-Absolventen in die Station mit zu integrieren. Und die arbeiten dann ein halbes Jahr auf Station und schauen sich alle Bereiche an. Und dann beginnen sie mit Projekten. Und dann gibt es tatsächlich eine gute Grundlage. Dann können Sie Ihre eigenen Projekte weiter aufbauen und verfolgen. Und wir haben unser Konzept dann noch einmal überprüft und haben eine Ausbildung für Praxispflege aufgesetzt. Wir haben Bachelor- und Master-Absolventen, die direkt zu uns kommen und die noch nicht spezialisiert sind, die stoßen dann zu uns. Und da haben wir bereits erfahrene Pflegekräfte, zum Beispiel im Bereich der psychischen Gesundheit. Und die unterstützen Absolventen, ihre Spezialitäten zu entwickeln. Auch im Bereich Onkologie zum Beispiel können wir die Absolventen dann unterstützen, ihre Studien mit diesem Projekt weiter zu verfolgen. Und also der Schlüssel liegt wirklich für uns in der Ausbildung und die Professionalisierung der Pflegeberufe weiter voranzutreiben. Vielen Dank. Das war sehr interessant und wiederum sehr inspirierend. Da haben wir sehr vieles entnehmen können aus Ihren individuellen Initiativen und Erfahrungen. Aber jetzt möchte ich auch, ich schaue auf die Uhr und wenn Sie nicht noch etwas hinzuzufügen haben, dann glaube ich, können wir
die Diskussion jetzt ausweiten und das Publikum mit einbeziehen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die jetzt gerne stellen. Leider kann die Dolmetscherin den Ton nicht hören. Wir können das leider hier oben in der Kabine. In the Magnet for Europe. Beim Magnet for Europe Programm oder wenn es darum geht, eine Magnetzertifizierung zu bekommen? Vielleicht in Bezug auf Magnet for Europe. Gut. Das ist eine Forschungsstudie, gefördert durch die Europäische Kommission. Und das ging los im Januar 2020. Es sind insgesamt 4,5 Jahre. Wir kommen langsam zum Ende. Das heißt, jetzt kann man nicht mehr hinzustoßen. Aber wenn ein Krankenhaus sehr interessiert ist, mit einer der Partnerinstitutionen zusammenzuarbeiten, dann macht es Sinn, eine der Konsortialpartner anzusprechen, eine der Universitäten, die das Projekt in einem Land leitet. Die kann man ansprechen und gucken, ob man vielleicht mit dem Lückenanalyse-Tool, ob man damit mal arbeiten kann. Das wäre so eine Möglichkeit. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Es ging mir um diesen anderen Aspekt, wenn man doch eine Zertifizierung erwerben möchte nach dem amerikanischen Standard. Gut, dann müsste man tatsächlich zunächst einmal sich an die ANCC wenden und die Dokumente anfordern, damit man den Bewerbungsprozess anstoßen kann. Aber das ist eine lange Reise. Wenn ein Krankenhaus wirklich bei Null anfängt, mit dem Magnetmodell zu arbeiten, dann kann das 6 Jahre dauern, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, was der Stand des Krankenhauses ist. Oder ich weiß nicht, vielleicht möchte jemand anderes noch etwas hinzufügen. Ich möchte Sie nur dazu einladen, sich mit mir mal zusammenzusetzen, um darüber zu sprechen, was Sie für Chancen da für Ihr Krankenhaus sehen. Und vielleicht können wir auch ein paar Erfahrungen austauschen. Die ersten Schritte sind sicherlich einmal die Lückenanalyse, vielleicht nicht die gesamte, aber ein paar Punkte. Vielleicht finden Sie da ein paar wichtige Elemente, wo Sie sagen, ja, da haben wir eine Lücke und dann können Sie sehen, was Sie da machen kann. Denn das Magnethandbuch ist ein Handbuch von 400 Seiten. Wenn Sie da anfangen, das zu lesen, dann legen Sie es nach Seite 10 weg. Also ist es vielleicht besser, dass wir uns mal zusammensetzen und Erfahrungen austauschen. Ja, gut. Gibt es weitere Fragen? Ja, da drüben. Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Präsentationen. Mich interessiert das Marketing, das vielleicht stattfindet oder auch nicht. Wissen Sie, welche Krankenhäuser magnetzertifiziert sind und was das bedeutet für Pflegekräfte, die dort gerne anfangen möchten? Naja, wir sind alle noch nicht magnetzertifiziert. Und in den Vereinigten Staaten ist das sehr, sehr bekannt in ganz Amerika und auch im Nahen Osten, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Oder verschiedenen Ländern. Unser Partner Krankenhaus ist bereits 6-mal magnetzertifiziert worden. Also die sind schon seit 24 Jahren ein Magnetkrankenhaus. Und das macht sich auch bemerkbar, denn sie sind in der Lage, das Personal wirklich gut zu halten und auch neues Personal anzuziehen. Und ich denke, die Evidenz zeigt, dass das für alle Magnetkrankenhäuser gilt. Und die Tatsache allein, dass wir bei Magnet for Europe dabei sind, ist schon Teil einer Marketingstrategie. Also das zieht Personal durchaus an. Und wir versuchen das auch wirklich klar herauszustellen, dass wir an diesem Projekt teilnehmen und was für potenzielle Vorteile das
hat, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Patienten. Und wir versuchen das wirklich auch unseren, also wirklich mitzuteilen und neue Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter darüber zu informieren. Also uns wurde durchaus schon gesagt von Neuzugängen, dass sie extra deswegen gekommen sind, weil wir bei Magnet for Europe dabei sind. Aber es gibt nur eine kleine Gruppe der Menschen, die wissen, was es ist. Aber die, die es kennen, die fühlen sich dadurch sehr angezogen. Ja, wir haben auch eine Umfrage durchgeführt unter den auszubildenden Pflegekräften. Und früher war das so, dass niemand davon bei uns geblieben ist. Aber jetzt versuchen wir, die mit zu involvieren. Und die sagen auch, dass wenn sie bleiben, dass das auch ein wichtiger Grund ist, dass wir bei Magnet dabei sind. Miriam, Entschuldigung, wir haben auch Online-Teilnehmende. Gibt es da Fragen? Ja, aber ich glaube, da gab es noch eine Frage aus dem Publikum. Und dann haben wir hier noch eine weitere Frage, die geht in eine ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ob es ein Nachfolgeprojekt geben wird. Denn es gibt manche, die fragen, können wir auch mitmachen? Und die Frage ist auch, gibt es Pläne, das Ganze noch in anderen europäischen Ländern stattfinden zu lassen? Ja, es gibt Ideen, ein Nachfolgeprojekt zu haben. Wir versuchen, das Ganze noch zu definieren und auszuarbeiten, wie das Ganze stattfinden könnte. Wir haben einen Forschungsvorschlag eingereicht. Das war nicht erfolgreich. Aber da geht es auch um diese Idee, dieses große Netzwerk auch am Leben zu halten. Und wir versuchen da andere Chancen und Möglichkeiten noch zu untersuchen, um dieses Projekt am Leben zu erhalten. Denn da liegt ein großes Potenzial. Und wir haben ja doch einigen Weg hinter uns gelegt mit diesem Projekt und wir möchten gerne weitermachen. Gut, vielleicht zurück wieder ins Publikum. Und dann habe ich noch ein paar Fragen hier. Ja, vielen Dank. Meine Frage ging in eine ähnliche Richtung. Vielleicht ist die Antwort ja dann auch schon gegeben. Aber vielen Dank trotzdem für Ihre Zeit und für die Präsentation. Ich hatte die gleiche Frage. Gut. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So, dann gibt es noch eine Frage an die Gruppe. Was wäre anders verlaufen, wenn es nicht zu der Pandemie gekommen wäre? Was meinen Sie? Das ist fast eine philosophische Frage. Nun, für unser Krankenhaus, wir hätten 2 Jahre früher starten können. Ich finde, die Pandemie hat das Ganze ein bisschen wirklich verzögert. Ja, ich glaube auch, wir wären schon viel weiter, wenn Covid nicht passiert wäre. Aber natürlich ist Covid keine Entschuldigung für die Dinge, die wir bisher nicht erreichen konnten. Ja, wir wären 2 Jahre weiter wahrscheinlich. Ja, das kann ich auch aus Forschungssicht bestätigen. Es war eigentlich so, dass wir im 3. Monat hätten anfangen wollen mit den offiziellen Interventionen und das Ganze begann dann erst im Oktober. Die Umfrage sollte auch im 3. Monat stattfinden und es ging dann im November los, also erst im 11. Monat. Und wir wollten eigentlich 6 bis 8 Wochen in den Krankenhäusern verbringen. Das Ganze hat am Ende 9 Monate gedauert, bis wir die ganze Umfrage über die Runden bringen konnten. Dann kam noch eine Cyberattacke dazwischen. Also das war eine unglaubliche Verzögerung. Die eigentliche Projektdauer sollte 4 Jahre sein. Und dann haben wir die EU-Kommission um eine Verlängerung um 6 Monate bitten müssen. Gut. Und dann in Bezug auf das, was Marion gesagt hat, zur Onboarding-Woche. Teilen die Projektpartner die verschiedenen Aspekte? Also haben Sie darüber berichten können, was an Ihrem Krankenhaus besonders war? Nehmen da andere vielleicht Ihre Ideen mit auf? Ja, wir teilen unsere Ideen in verschiedenen
treffen. Dorothea hat das schon erwähnt. Wir haben monatlich die Lernkooperationen, die stattfinden. Man kann seine Ideen aus den eigenen Krankenhäusern mitbringen, präsentieren, mit den anderen teilen. Und das ist immer fantastisch zu sehen, wie weit die anderen Krankenhäuser sind, woran die arbeiten, was ihre Herausforderungen sind, mit denen sie es zu tun haben. Und meistens sind die sehr ähnlich. Und das ist immer was Tolles. Und dann haben wir die Lernkooperationen, wo wir uns in Präsenz treffen, also nicht online. Und die sind richtig gut fürs Netzwerken und zum Ideenaustausch. Das sind dann so unsere Plattformen. Und abgesehen davon haben wir auch kleine Netzwerke, die aus diesem Magnet for Europe-Projekt entstanden sind. Wir haben eine kleine Gruppe deutscher Krankenhäuser, die sich manchmal treffen, um über die Benchmark-Initiative zu sprechen, zum Beispiel abgesehen von den Lernkooperationen. Also da gibt es jede Menge Austausch innerhalb dieser Gruppe. Ja, da bin ich einverstanden, das stimmt. Okay, wir haben eine Frage, die mehr deutschlandspezifisch ist. Also für die internationalen Teilnehmer oder online. Es gibt eine große Krankenhausreform, die ansteht. Und die Frage ist, wie das vielleicht mit dem Magnetkonzept interagiert oder interferiert. Das ist wirklich schwer zu sagen, denn wir wissen noch gar nicht, wie die Reform tatsächlich im Detail aussehen wird. Aber ich glaube, das steht nicht in Konkurrenz zueinander. Jedenfalls hoffe ich das. Denn die Reform dreht sich sehr viel um Anforderungen in Bezug auf das Finanzsystem oder Qualifikationsanforderungen an das Personal, die zu erfüllen sind. Das steht schon im Einklang mit Magnet. Da schauen wir schon, da gucken wir in die gleiche Richtung. Was jetzt die besonderen Bedarfe des einzelnen Krankenhauses angeht, das können wir noch nicht absehen. Das ist jetzt meine Meinung. Ich glaube, da hinten ist noch eine Frage. Vielen Dank für die sehr interessanten Informationen. Haben Sie auch die Ergebnisse aus der Patientenperspektive untersucht und was sind die Ergebnisse? Ja, es gibt das allgemeine Projekt. Es gibt das allgemeine Projekt, da kann Dorothea etwas dazu sagen, über die gesamten Krankenhäuser hinweg. Aber wir als Einzelkrankenhaus, war das auch ein Fokus und wir haben die Daten zusammengetragen und wir haben Arbeitsgruppen eingesetzt. In Bezug auf die Pflegestandards und klinische Ergebnisse. Also da haben wir Dekubitus angeschaut oder Patienten, die gefallen sind, also Daten dazu. Aber wir haben jetzt noch keine Ergebnisse daraus. Wir sind noch dabei, die Maßnahmen umzusetzen und die Daten zu erheben. Und das ist ein Schwerpunkt. Aber ich weiß nicht von Magnet for Europe, wie ist da die Sicht? Ja, wir haben da die Daten für 2019 und 2022 angefordert. Das ist aber ein großer Prozess, diese Daten anzufragen. Wir wollten gerne die Auswirkungen von Covid herausnehmen. Ich kann also noch keine konkreten Daten vorstellen, aber wir sammeln diese Daten auf jeden Fall. Gibt es weitere Fragen? Selbstverständlich können Sie Ihre Fragen auch auf Deutsch stellen. Die können wir gerne übersetzen. Da drüben sehe ich eine Frage. Vielen Dank für die interessanten Erkenntnisse aus dem Projekt. Ich möchte gerne eine Frage hinzufügen.
hinzufügen, anknüpfend an die vorherige Frage, denn diese kritische Reform in Deutschland könnte für die Zukunft eine große Sache werden. Glauben Sie, dass Magnet for Europe, insbesondere für das deutsche Konzept, das dazu führen könnte, dass nur die großen Stufe 1 Krankenhäuser das Konzept umsetzen können? Und was passiert dann mit den kleineren? Heißt das, dass die Pflegekräfte sich dann lieber an die Magnetkrankenhäuser halten und die kleineren werden noch mehr Pflegekräfte verlieren? Ich hoffe das nicht. Was wir in den Vereinigten Staaten sehen, vielleicht ist das nicht vergleichbar, aber in den Vereinigten Staaten gibt es sehr viele Krankenhäuser, die magnetzertifiziert sind, von riesigen Kliniken bis zu kleinen, sehr kleinen Krankenhäusern außerhalb der großen Städte oder den großen Ballungszentren. Also es ist durchaus möglich, die Zertifizierung zu erhalten, auch wenn man ein kleines Krankenhaus ist. Aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken und sagen, was die politische Reform mit sich bringt, die da in den nächsten Monaten vor uns liegt. Ich bin keine Politikerin, tut mir leid. Aber ich würde sagen, dass Magnet natürlich ein erreichbares Ziel ist für jedes Krankenhaus, egal ob man ein großes oder kleines Krankenhaus ist. Denn wenn man sich die Elemente anschaut, die beziehen sich auf das Wohlergehen, die Gesundheit des Personals, Entwicklungsstrukturen, gute klinische Praxis und gemeinsame Entscheidungsfindung. Und das sind Aspekte, die für jedes Krankenhaus wichtig sind, ob sie jetzt klein oder groß sind. Ich hoffe, dass das die Frage beantworten kann. Ja, tatsächlich. Denn auf den ersten Blick erscheint es, als ob man sehr viel Geld braucht, Zeit und auch Personalressourcen, um dieses Projekt umzusetzen. Und es ist gut zu hören, dass auch kleine Krankenhäuser da durchaus mithalten können. Gut, das tut mir leid. Jetzt habe ich mich so sehr gehen lassen in dieser Diskussion, dass ich die Uhr nicht im Blick hatte. Also wir sind ein bisschen über die Zeit. Ich möchte den Podiumsteilnehmern gerne danken für diese fantastische Diskussion und die Einblicke. Ich fand das sehr interessant. Vielen Dank auch an das Publikum für das Interesse und die Fragen. Und danke an das BGW-Forum, dass sie dieses Podium ermöglicht hat. Oder das S vielmehr, das Forum, dieses Podium ermöglicht hat. Vielen Dank.